Ein gewaltiger Blitzschlag hat in der Nacht in Bargfeld-Stegen eine mannsdicke Linde gefällt, gerade in dem Moment, als eine Hamburgerin mit ihrem BMW X3 vorbeigefahren ist. Der Baum landete auf dem Geländewagen und beschädigte diesen schwer. Wie durch ein Wunder blieb die Fahrerin unverletzt, hatte aber einen großen Schock und wurde von Mitarbeitern des Rettungsdienstes am Unfallort betreut. Augenzeugin Michaela Storjohann war gerade mit ihrem Freund im Garten. Wir waren gerade dabei, unseren Fahnenmast runterzunehmen, weil hier sehr, sehr starke Windböen waren. Und in dem Moment hörten wir das Kracken und dann ist er umgefallen und haben nur gesehen, dass da gerade ein Auto drunter war. Aber zum Glück ist die Dame da gut rausgekommen. Wir waren gleich dran und der ist eigentlich nichts passiert. Die alarmierten Feuerwehrleute befürchteten schon das Schlimmste. Unsere Einsatzmeldung lautete: Baum auf Auto und Person darin eingeklemmt, sagte André Poser, Sprecher der Feuerwehr. Das hat sich dann nicht bewahrheitet. Person war zum Glück schon befreit. Da gehen einem zahlreiche Gedanken durch den Kopf. Man spielt die Szenarien, man spielt den Einsatz im Kopf schon durch. Aber vor Ort reagiert man nur. Mit einem Trecker der Gemeinde zogen die Feuerwehrleute den Baum von der Straße weg. Dann wurde er mit Kettensägen in Stücke zerlegt. Die Straße war während der Bergungsarbeiten für längere Zeit voll gesperrt.